Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skyrim. Ich bin gerade dabei, die Wolfschädelhöhle zu säubern. Die Quest haben wir in Einsamkeit bekommen. Oder, glaube ich, ich meine schon. Ja doch, Falk Feuerbart hat mich gebeten, die Höhle zu säubern. Dann wollen wir das gleich mal machen und gucken wir mal, was uns hier drin erwartet. Hier waren schon zwei Skelette draußen davor. Die habe ich schon beide erledigt. Mal gucken wir dann mal. So. Ah, hier ist noch keiner in der Nähe. Bisher noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir kennen das ja bereits. Ja, da ist einer. Die Frage ist nur... Oh nein, jetzt habe ich eine Flasche mitgenommen. Ach, Quatsch. Objekte... Mein Gott. Eine leere Flasche oder so. Leere Weinflasche. Na komm. Versteckt bin ich wieder. Oder halt auch nicht. Drauger. Hier sind Drauger. Aha. Das hätte ich jetzt nicht so gedacht. Dass das hier ein Draugerverlies ist. Aber ich meine, soll mir recht sein. Drauger macht Spaß zu erledigen. So. Es ging aber noch oben entlang. Das hier. Ich erstmal gucken, was da noch ist. Ah, ich stehe auf einer etwas erhöhten Plattform. Ist hier wer? Ist da jemand? Ja. Leute, was? Ja, wollte ich gerade sagen, du fällst doch wieder zu Staub. Zerfällst doch wieder zu Staub. Na komm. Ich weiß doch, dass ihr da hinten seid. Wollt ihr nicht? Scheinbar nicht. Na gut. Ich bin wieder versteckt. Kann man ja jetzt auch weitermachen. Zum einen ihn hier. Den Aschehaufen. Kerzenschein. Weiß ich gar nicht, ob ich das schon kann. Gucken wir doch mal. Bücher. Zauberbuch. Kerzenschein. Kann ich bereits. Also kann ich das fallen lassen. Oh. Das brauche ich jetzt dann nicht extra mitnehmen. Aber hier ein Geldbeutel. Das nehmen wir ganz sicher mit. Ist hier noch was irgendwie Interessantes? Nein. Aber hier die Leiche. Funken können wir, das weiß ich. Wo sind hier die Gegner, die mir schon auf dem Rad erschienen? Das sind Skelette. Ah. Der denn da was hingesetzt? Da war irgendwo ganz komisch hin. Skelett durchsuchen. Waren. Da liegt der Geißel und ich krieg ein paar von meinen Fallen wieder, die ich drauf geschossen habe. Hier springe ich jetzt erstmal nicht runter. Aber hier hoch gehen wir vorab mal und gucken mal, ob hier irgendwas liegt. Gar nichts. Aber hier. War doch Hängemoos, das konnte ich doch mitnehmen. Da, genau. Mehr ist aber nicht, okay. Okay, ich muss nach unten scheinbar. Säubere die Höhle. Anscheinend ist da unten schon das Ende dieser Höhle.
Wolfsschädelruinen. Ups. Okay. Was geht hier ab? Was ist das? Wolfskönigin, höre unseren Ruf und erwache. Wir rufen euch herbei, Potema. Okay. Den da unten nehme ich mit. Lange schlief dir den traumlosen Schlaf des Todes, Potema. Doch jetzt nicht mehr. Einer. Hört uns, Wolfskönigin. Wir rufen euch herbei. Sehr schön. Da oben steht er. Wir rufen euch herbei, Potema. Ja, Potema, ist okay. Schade. Whatever. Sollte nicht so wild sein. Wir gucken mal. Kommen wir hier weiter hier oben durch, ne? Gut, ich bin wieder versteckt. Das ist schon mal sehr gut. Da ist auch nichts Gescheites dabei, das ist aber überhaupt gar nicht schlimm vorerst. Engemoos, das nehme ich mit. Haha, und den Drogerwicht gleich noch hinterher. Sehr schön. Habt ihr denn was Schönes dabei? Sieht gut aus. Und hier liegt noch Gold auf dem Boden. Totenbeschwörerlehrling, der hat ein Spinnenei dabei. Auch sehr schön. Ein paar habe ich schon mal angeschossen. Ja, dieser eine Drauger Geißel, ich wusste ja nicht, dass das ein Drauger Geißel ist. Der wird sich wahrscheinlich wieder komplett regeneriert haben, nehme ich jetzt mal an, wenn ich dann irgendwann mal ankomme. So, da geht's raus. Da habe ich einen gekillt. Ah, hier oben komme ich. Aha. Sehr schön. Blasenfels. Ich gehe jetzt mal hier unten entlang, nur um zu gucken, ob hier irgendwas Tolles ist, aber ne. Hier scheint nichts mehr zu sein. Da oben muss ich aufpassen, da steht der Druck. Ne, erstmal, wenn du stehen bleibst, mache ich dich fertig. Nein! Oh, da ging daneben. Wer ist wenig Speicherplatz? Bla bla. Ah ja, meine eine Festplatte ist beinahe voll. Oh. Wo kommst du denn so schnell her? Au! Was soll denn das? Der Sound kam aber spät. Aber das ist nicht so schlimm. Oh, das Bild jetzt da unten nervt mich, wo da steht Problem beheben. Oh, es ist genau im Bildschirm drin. Ne? Tut mir leid, Leute, ich muss mal gerade raustappen. Damit das weggeht. So. Und es kann weitergehen. Ich weiß nicht, normalerweise. Ja, bringt mich zurück in dieses Reich. Wie unsere Worte euch rufen, bindet euch das Blut der Unschuldigen, Wolfskönige. Mit Worten los.
ihr da, ihr Dummköpfe? Ihr könnt mich nicht eurem Willen unterwerfen. Ihr Ameisen habt nicht die Macht, mich zu binden. Sagen. Also ich müsste jetzt eigentlich wieder verschwinden. Sehr gut. Du liebst gute Kämpfe, ja? Du bist da oben. Ich bin doch gleich weg. Warte. Nicht so, nicht so gierig da oben. Haben mich jetzt alle gesehen? Hier stimmt etwas nicht. Es gibt einen Eindringling. So, als ob die Person direkt neben mir stehen würde. Ah. Oh. Okay. Nicht, nee, das war's. Neue Stufe. Wir machen weiter mit Magika erhöhen, Leute. Am Rest sind wir eigentlich ganz gut erstmal, würde ich sagen. Schleichen. So, Schießkunst. Ich habe erst 73. Da kann man nichts machen. Okay, da kann man auch nichts machen. Gut. Schleichen. Haben wir hier noch was? Bögen. Oh, oh. Nein, da, das. Wenn du im Schleifen sprintest, machst du eine Vorwärtsrolle. Gehen oder Rennen haben keine Auswirkung darauf. Ducken unterbricht den Kampf. Okay. Vielleicht möchte ich aber auch. Wo ist es denn? Leichte Rüstung. Da. Kann ich nicht. Könnte ich hier. Zusätzliche Rüstung. Wenn ein passendes leichtes Rüstung. Ja, passendes. Nee, habe ich nicht. Eine leichte Rüstung wiegt nichts und verlangsamt dich nicht, wenn sie getragen wird. Deine Ausdauer wird wieder schnell wieder hergestellt, ja. 10% Chance Nahkampf, ja, nee. Warte. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwas? Ja, später halt die Zerstörungsmagie, aber die haben wir halt noch nicht. Na, dann heben wir uns das auf, wenn wir die Schießkunst weiter verbessern können. Beziehungsweise dann später einmal. Zerstörungszauber. So. Menschliches Herz. Das ist eine Zutat. Okay, die stehen, nehme ich jetzt mal an, alle. Haltet den ein. Hier liegt ein Frostbiss. Kann ich schon Frostbiss? Ringling ab. Objekte. Kann ich. Weg damit. Ja.
Okay, ich hab's geschafft scheinbar und jetzt kann ich mir hier aus der Truhe etwas aussuchen. Sehr schön. Wo geht's jetzt hin? Oh, hier kann ich wieder raus. Okay, Wolfschädel. Jetzt müssen wir Falk Feuerbart davon berichten. Ah, hier sind wir. Dann geht's hier raus. Und auf geht's. Auf nach Einsamkeit, Freunde. Keine Zeit verlieren. Oh! Den blauen Palast. Ich würde ja mal vorlesen, was da in dem Pause- oder in dem Ladebildschirm steht. Aber so schnell kann ich nicht lesen, Leute. Oh, jetzt kann ich Schneebeere so mitnehmen. Ich stehle hier anscheinend nichts mehr. Das freut mich. Kann ich mich ein bisschen hier austoben? Das mache ich gerade mal ganz kurz. Freunde, geht ganz flott. Nein, das kann ich nicht. Ihr seid zurück. Gut. Was habt ihr in der Wolfsschädelhöhle gefunden? Ein paar toten Beschwörer haben versucht, Potema zu beschwören und zu binden. Potema selbst? Bitte sagt mir, dass ihr sie daran gehindert habt. Ich habe ihr Ritual unterbrochen. Es ist vollbracht. Ihr habt uns einen größeren Dienst erwiesen, als ihr ahnen könnt. Eine wiederauferstandene Potema. Das wäre nicht auszudenken gewesen. Okay. Okay. Geht das jetzt nicht weiter? Das ist aber schade. Beeilt euch. Ich habe wenig Geduld für banale Belange. Okay, dann nicht. Tschüss. Freunde der Südsee. Hier sind ja sonst irgendwie keine Menschen. Warum? Passt auf euch auf und denkt daran. In der Welt wimmelt es von Leuten, die euer Blut vergießen wollen. Ja, ja, alles gut. Naja, hier geht's scheinbar nicht weiter. Aber... Ach, Quatsch. Wieso verwechsel ich das immer? So. Wir werden jetzt Nesselfluch in unserem Besitz bringen. Das ist hier. Dann gehen wir mal nach Helgen. Mal sehen, ob wir direkt von Banditen angegriffen werden, die Helgen jetzt besetzt haben. Nee. Na, sehr schön. Jetzt einfach nur noch von Helgen wegrennen und schon können die einem nichts mehr. Hier entlang ist, glaube ich, sinniger. Wer fällt ein? Nee, doch nicht. Ich muss, glaube ich, hier entlang. Ansonsten ist, glaube ich, nicht richtig, Freunde. Nesselfluch war, glaube ich, so ein komischer Dolch. Oh. Hallöle. Ja, warum du mich angegriffen hast, beziehungsweise mich angreifen wolltest, weiß ich auch nicht. Oh, Herz getroffen. War schon ein starker Schuss, das muss man aber dazu sagen. So. Okay. Warum hat denn der jetzt Leben verloren? Ah! Da ist in die Bärenfalle gelaufen, der Trottel. Naja. Okay. Das ist sehr blutig aus. Oh, hab ich mich erschreckt, Freunde. WTF. Okay. Anscheinend bin ich entdeckt worden. Heilung in beide. Dass wir uns ein bisschen hier aufhalten. Oh oh. Und den Elfenbogen wieder in der Hand. Wo bist du?
jetzt mitgenommen? Bekleidung, ne? Stiefel ablegen. Da, wieder reinjagen. Na gut, ich hab's halt jetzt gemacht. Ist halt egal. Ich meine, ich krieg das hin. Hoffe ich. Keine Ahnung, was da oben jetzt auf uns wartet. Hexenrabe. Haben wir schon mal welche besiegt, ne? Ein Felsen da am Vorsprung. Waren das, glaube ich, 3 Stück oder so? Freunde der Sonne. Au! Ach Mann, warum triffst du denn nicht? Was? Schon wieder nicht? Was ist los hier, ey? Geht mal da runter. Sparko. Das ist ein Fluch. Sehr schön. Tollkirsche, Seelenstein, Todesglockenblume und die Truhe durchsuchen. Zwergenpfeile. Oho. Zwergenbogen des Gefrierens. Sehr schick. Okay, ich habe Nesselfluch in meinen Besitz gebracht. Was nun? Oh, ein Zweigling. Immer gerade. Aha, ich sehe die Falle. Diesmal laufe ich da nicht rein. Gibt hier was drin? Nein. Aber ich habe Bergblume. Hier ist noch was von den komischen Hans Bumbles da. Oh, ein Dietrich-Lack oben drauf. Schneebeere. Gibt's da Adept? Für uns ja überhaupt kein Thema. Perfekt. Wie zur Robe der Zerstörung. Ja, sehr schön. Gut, aber ansonsten ist ja hier nichts mehr, außer mein Eisenpfeil, den ich noch mitnehmen möchte. Ansonsten haben wir hier alles erledigt. Okay, Karte. Wir müssen zurück nach Weißlauf. Was braucht ihr? Was braucht ihr? Krieger der Alikir? Ich habe doch die Alikirs getötet. Nein, egal. Lassen wir das. Ist halt so, die sind halt noch da. Die waren jetzt nicht dabei. Ich musste getötet. Auch nicht so tragisch, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber merkwürdig. Tempel von Kynaret. Ist hier ein Schrein? Das dürfte doch ein Schrein sein. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwelche Krankheiten habe und was Kynaret Segen bringt. Aber na, nun, jetzt habe ich den. Habt ihr diesen elenden Hexenraben Nesselfluch abgenommen? Na klar. Ich habe Nesselfluch für euch. Oh, ich... Nun, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr wiederkommt. Aber natürlich stimmt mich eure Rückkehr sehr froh. Ja. Nun... Ich will dieses Ding aber eigentlich gar nicht anfassen. Könntet ihr euch vielleicht um alles Weitere kümmern? Was muss getan werden? Ahnenschimmers heiliger Hain befindet sich östlich von hier. Ihr könnt Nesselfluch verwenden, um etwas von seinem Harz zu gewinnen. Ich halte es kaum noch aus. Alles klar, bringe Ahnenschimmer Harz in deinen... Habe ich richtig gehört, dass ihr zum Ahnenschimmer Hain reist? Ich halte das nicht aus. Hier, kann ich euch helfen? Ich bin ein Reisender, ein Pilger. Ich folge der Stimme von Kynaret, wo auch immer man sie hören kann. Ich träume schon seit Jahren davon, Ahnenschimmer zu sehen. Darf ich an eurer Seite reisen? Ich verspreche auch, nicht im Weg zu stehen. Ja, komm, schließt euch mir doch einfach an. Wenn du drauf gehst, ist nicht meine Schuld. Ihr seid zu freundlich. Irgendwie vertraue ich dem aber nicht so ganz. Okay. Ich
muss erstmal hier wieder raus. Und Karte, wo ist das Gerät, wo wir hin müssen? Bin ich blind? Ach da. Dann können wir doch hier zu diesem Dunstklippenlager reisen und dann darüber laufen durch die Sümpfe. Und versuchen hier nicht getötet zu werden. Drache. Oh, hast du mich gerade erschreckt, ey. Drache. Okay, ich muss natürlich genau in die Richtung von dem Drachen latschen. Na gut, ist halt so. Machst du nix. Na komm, nimm die Richtung. Interessante und na. Was? Zwei Stück! Oh, ich glaube, mein Gefährte wird da nicht lange. Ein bisschen wegrennen, Freunde. Ansonsten überlebe ich das hier nicht lange. Die müssen jetzt auch noch angreifen. Kleines Problem. Ja. Der Wolf könnte schon mal nichts dagegen machen. Mammutstoßzahn. Brauche ich den? Nee, brauche ich gar nicht. Wo ist er denn? Mammutstoß. Ah, da. Das ist hier nicht. So. Wolf hast du. Oh, schnell weg, Freunde. Aber ordentlich knappi. Hier liegt der Drache. Euer Ende ist nah. Meins? Oder wen meinst du? Oder meint er den Drachen? Es gibt mir die Seele.
Heilung. Heilung, Freunde, da. Der Typ. Ich weiß es nicht, aber was ich weiß, ist, dass die Folge jetzt hier zu Ende ist. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge Skyrim. Bis dahin, ciao!